Leute, Ahsoka Folge 4 war heute ja einfach mal der Hammer. Wie jeden Mittwoch gibt es heute mein Review-Video zu den Ahsoka-Folgen. Zuerst spoilerfrei, dann kurz die Story zusammengefasst und dann sehr spoilerhaltig das Review. Deswegen erstmal ganz spoilerfrei, die Folge hat, wie ihr schon raussehen könnt, mir wirklich Spaß gemacht und war eine sehr actionhaltige Folge. Generell war die Folge heute einfach dieses Weltraum-Opa-Feeling, was Star Wars seit Episode 4 halt so rübergebracht hat. Und das wirklich sehr, sehr stark. Mehr als in vielen, vielen anderen Folgen von Star Wars-Serien in letzter Zeit. Wenn ihr Ahsoka bisher keine Chance gegeben habt, fangt bei Folge 1 an und haltet bis zu dieser Folge durch. Die Folge war wirklich über 30 Minuten einfach nur Spaß. Und die Folge wird euch sicherlich ein Lächeln aufs Gesicht bringen. Also für mich bisher die spaßigste Folge dieser Serie mit der besten Action meiner Meinung nach. Und auch so der besten Inszenierung. Die Musik war top und visuell kann ich hier kaum einen Unterschied zu den Star Wars Filmen erkennen. Und wie in den anderen Folgen zuvor waren die Weltraumszenen einfach super, aber hier kann ich jetzt nicht mehr so einen großen Unterschied machen. Bisher hätte ich gesagt, okay, die Weltraumszenen sind so 10 von 10 und die anderen Sachen sind so visuell auch gut, aber nicht ganz so gut wie die Weltraumsachen. Und hier würde ich das alles einfach auf eine Stufe setzen in dieser Folge. Deswegen auch die Sachen, die auf dem Boden gespielt haben, sahen teilweise einfach nach echten Sets mit einer Menge Tiefe aus. Wobei ich weiß, dass das definitiv keine echten Sets waren, viel davon ist sicherlich im Volume gedreht worden. Und die Story? Sagen wir es mal so, einiges ist so gekommen, wie ich gedacht hätte, andere Sachen? Die Serie geht in eine sehr interessante Richtung, die ich, um ehrlich zu sein, nicht vermutet hätte. Und ich bin wirklich mega gespannt, was die nächsten Folgen noch so kommen. Denn wenn man gut aufpasst, sind in den Dialogen und auch in den Handlungen dieser Folge, glaube ich, eine Menge Anspielungen drin, die sehr, sehr wichtig werden könnten für die nächsten Folgen, aber auch für die nächsten Serien und vielleicht für diesen Dave Filoni-Film. Aber darüber werde ich sicherlich in den anderen Videos diese Woche nochmal drüber reden. Am Wochenende werden einige Videos kommen. Und bevor wir jetzt zum spoilerhaltigen Teil kommen, einmal nochmal ganz kurz der Hinweis auf die Thrawn-Hörbücher, was kurz Werbung ist. Thrawn wird sicherlich bald auftauchen und wenn ihr einige Videos von mir in letzter Zeit gesehen habt, wisst ihr, dass momentan Thrawns Vorgeschichte bei seiner Spezies, den Chiss, auf Audible als deutsche Hörbücher veröffentlicht werden. Die ersten beiden Hörbücher sind schon draußen und die machen eine Menge Spaß mit vielen verrückten Taktiken Thrawns und einigen Raumschlachten. Mit einem kostenlosen Probemonat bei Audible, der als Partnerlink unten verlinkt ist, könnt ihr ein Buch vollkommen umsonst bei Audible hören. Und wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, gibt's sogar zwei Hörbücher umsonst in der Zeit. Schaut gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Ich nutze persönlich selber Audible seit Jahren und ihr könnt mich damit riesig unterstützen. Aber gut, zur Story der Folge. Die Folge startet da, wo Folge 3 aufgehört hat, auf Seatos. Und wie immer bei diesen Videos, schaut die Folge am besten selbst, bevor ihr das hier seht. Wie aus den Trailern schon zu schließen war, werden Ahsoka und Sabine hier von den Schergen der Magistratin angegriffen. Und wir bekommen einiges an Action. Gute Zusammenarbeit von Ahsoka und Sabine, die in ihrer Mando-Rüstung absolut rockt. Dann kommt ein Duell zwischen Marok und Ahsoka und ein Duell zwischen Sabine und Shin in diesem Wald. Sehr gut choreografiert und mit einer Menge Spannung, die aufgebaut wird, besiegt dann Ahsoka Marok, der sich einfach mal in Rauch auflöst. Was auch ein sehr interessanter Hinweis ist, über den wir reden müssen. Sabine erlaubt Ahsoka dann zur Karte zu laufen, während die sich weiter mit Shin duelliert. Da Ahsoka vorher auch schon angesprochen hatte, dass sie glaubt, dass niemand sonst die Karte haben sollte, wenn Ahsoka die nicht bekommen kann. Sprich, wenn Ahsoka und Sabine es überhaupt nicht in die andere Galaxis zu Thrawn und Ezra schaffen können, dürfen es die anderen auch nicht. Und Ahsoka geht es hier hauptsächlich darum, zu verhindern, dass Thrawn in die Galaxis kommt, da die Imperialen vereint und einen riesen Krieg anzettelt. Sabine geht es aber mehr darum, Ezra zu finden und dem zu helfen. Das würde also bedeuten, dass Thrawn weiterhin verschollen bleibt und keinen Krieg anzetteln kann. Es würde aber auch bedeuten, dass Sabine nicht zu Ezra kommt und ihm nicht helfen kann. Aber durch diese Entscheidung, dass Ahsoka halt gehen kann und Sabine alleine mit Shin klarkommen muss, kommt Ahsoka dann zu Baylan. Die haben sehr interessante Unterhaltungen
Und dann kommt vielleicht das epischste Duell, was wir bisher so in den Star Wars-Serien gesehen haben. Vielleicht aber auch das epischste unter Disney überhaupt bisher. Und ja, da schließe ich auch die Sequels mit ein. Das war schon wirklich, wirklich cool gemacht, dieses Duell. Zwischendurch sehen wir, wie Hera sich gegen ihre Befehle stellt und mit ihrem Sohn Chopper, der Ghost, und einer kleinen Gruppe X-Wings nach Cetus reist, um Ahsoka und Sabine zu unterstützen. Bei den X-Wing-Piloten dabei ist auch Captain Carson Taver, den wir auch schon aus Mando und The Book of Boba Fett kennen. Shin löst sich aus dem Duell mit Sabine, um Baylan zu unterstützen. Ahsoka setzt Shin außer Gefecht und Sabine kommt an und schnappt sich einfach mal die Karte. Baylan verärgert das Ganze so sehr, dass er Ahsoka die Klippe runterstürzt und Sabine hat dann zwar die Karte als Druckmittel in der Hand und könnte diese vernichten. Baylan nutzt aber die Macht, um in Sabines Kopf reinzugucken und sie so weit zu manipulieren, dass er ihr einen Platz an seiner Seite anbietet, um zu Ezra kommen zu können. Was Sabine annimmt. Sie ist nicht stark genug, um die Karte zu vernichten und damit Thrawn für immer zu verbannen und möchte Ezra helfen, also wechselt sie hier scheinbar die Seiten. Hera kommt dann bei Cetus an, wird aber vom Hyperraumring, der mit der Magistratin, Baylan, Shin und Sabine in den Hyperraum springt, überrascht und verliert dabei auch ein paar Jäger. Und dann sehen wir, wie Ahsoka wach wird und scheinbar in der Welt zwischen den Welten ist. Niemand anderes als Anakin steht dann hinter ihr, spricht sie an und die Folge endet mit einem kurzen Anspielen des Darth Vader-Themas. Was für eine Folge! Wie gesagt, die Action im Zusammenspiel mit dem Spannungsaufbau, aber auch mit der Musik, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Der Plot-Twist mit Sabine kam unerwartet, passt aber gut zur Story. Und bei der Folge gibt es jetzt nicht so viele Easter Eggs, aber trotzdem sehr, sehr viel, was wir uns genauer anschauen können und müssen. Sei es jetzt Marok, der sich in Luft auflöst, oder die Anakin Darth Vader Sachen, oder ein paar andere Sachen, zu denen ich aber noch eigene Videos machen werde, die am Wochenende kommen werden. Mir hat es sehr gut gefallen, wie Ahsoka und Sabine hier dargestellt wurden, als Partner gespannt und wie die zusammen gekämpft haben. Aber dann auch Sabine nicht als jemand, der als Jedi-Schülerin hier antritt, sondern primär als Mandalorianerin, die damit dann ziemlich weit kommt und erst als das nicht mehr funktioniert, zieht sie das Lichtschwert und nutzt das, was sie von Ahsoka gelernt hat. Verlässt sich da aber nicht nur auf das Jedi-Training, sondern greift auch auf ihre Mando-Sachen zurück. Was eine ziemlich schöne Mischung ist. Und dann Baylan einfach. Seine Aura, sein Kampfstil und generell, wie der hier von Ray Stevenson gespielt wird, ist einfach 1 plus mit Sternchen für mich. Besser könnte der nicht dargestellt werden, der Typ. Das ist so, so cool. Und dann ist ja die Frage, was ist mit der Welt zwischen den Welten hier? Warum ist Anakin hier vielleicht doch eher Vader, wie die Musik andeutet? Ist das überhaupt die Welt zwischen den Welten oder nur eine böse Vision der dunklen Seite da? Wird Ahsoka da schnell wieder rauskommen und dann die Story weitergebracht werden? Oder ist die nächste Folge purer Flashback-Welt zwischen den Welten-Kram und die Story geht dann erst Folge 6 weiter, sodass wir viel The Clone Wars kriegen oder alternative Zeitachsen und so und Ahsoka muss sich da mit ihrem Kopf, mit ihrem Gehirn irgendwie durcharbeiten und versuchen, doch zur realen Welt wieder zurückzukehren? Ich bin mir da wirklich, wirklich nicht sicher. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Aber egal was passiert, wird, denke ich, die zweite Hälfte der Staffel radikal anders als die ersten 4 Folgen, die wir jetzt gesehen haben. Wir könnten hier viel Welt zwischen den Welten haben in der nächsten Folge oder in den kompletten nächsten 4 Folgen. Oder die neue Galaxis mit Thrawn wird kommen, die komplett anders ist als alles andere, was wir bisher kennen. Oder wir bekommen hier Mando, Boba, Cobb, Vanth und Konsorten, die dann aushelfen. Und vielleicht noch bekannte Leute aus Rebels und The Clone Wars. Rex könnte mit dabei sein, dass wir so einen großen Avengers-Moment haben und aus allen Ecken des Star Wars-Universums kommen bekannte Leute hier dazu, die Ahsoka helfen und dann dadurch Ahsoka es zu Thrawn schafft? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, da werde ich meine Gedanken jetzt nochmal genauer sortieren und einige Videos die nächsten Tage dazu machen. Lasst also auf jeden Fall ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da, wenn euch das interessiert. Und wir haben ja vielleicht auch schon durch die Endcredits Hinweise darauf bekommen, wie es weitergehen wird. Dazu habe ich auch schon ein volles Theorienvideo gemacht,
Das findet ihr hier in der Endcard verlinkt. Schaut da auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.